Anna. Ja, danke Hamid, danke Jan, wir bedanken uns dafür. Flüchtlinge, das ist unser Thema. Wir haben uns gefragt, wie können wir mit unseren Fähigkeiten Flüchtlingen am besten helfen, da das Problem ja allgegenwärtig ist. In den Nachrichten liest man das immer wieder. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine App und eine Website zu kreieren. Die Hauptfunktion der App und der Website sind erstens Fragen zu beantworten, die Flüchtlinge haben könnten, wenn sie herkommen. Da hat uns Hamid geholfen, der vor 17 Jahren aus dem Iran geflüchtet ist. Vielen Dank nochmal, Hamid, dafür. Und vielleicht einen kleinen Applaus dafür, Hamid. Sehr schön. Und neben den Fragen beantworten haben wir uns auch entschieden, die Flüchtlinge, die zu den Ämtern müssen, die könnten ja eine schöne Navigation gut vertragen. Also haben wir uns auch um eine Karte und deren Implementation mit den verschiedenen, verschiedenen Locations, wo Flüchtlinge denn eventuell hin müssen, beschäftigt. Und das werden wir euch auch gleich zeigen. Und erstmal wird die Anna euch jetzt erzählen, warum wir uns denn mit Flüchtlingen beschäftigt haben. Ja, also es gibt eigentlich heutzutage ja kaum ein aktuelleres Thema als Flüchtlinge. Es ist ja wirklich allgegenwärtig. Und wir haben uns halt gefragt, warum muss da so viel Chaos sein? Warum ist das so kompliziert, zum Beispiel Asylanträge zu stellen? Und das muss ja eigentlich nicht sein. Und wir haben uns halt dann entschieden, Germany Says Welcome zu erstellen, um das als Plattform sowohl für freiwillige Helfer als auch für Flüchtlinge anzubieten und möglicherweise etwas an der Organisation zu verbessern und ja, Flüchtlingen helfen eigentlich. Ja, danke. Dann schauen wir uns mal das Frontend an. Das haben wir eben schon gehört. Das ist die Benutzeroberfläche, mit der wir User interagieren. Und da habe ich unseren Webseiten. Ah, da bist du ja. Ja. Hi. Dann kannst du mal ganz kurz erklären, wie die Webseite denn aussieht, und dann kommen wir gleich auf die App zu sprechen. Also, wir haben hier eine Auswahl: Refugee oder Volunteer, also Flüchtling oder freiwilliger Helfer. Wir gehen jetzt auf die Kategorie Refugee. Hier landen wir direkt auf der Seite Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Hier kann man aus verschiedenen Kategorien auswählen. Nehmen wir zum Beispiel mal Jobs, dann springt es automatisch hin. ja. Dann gibt es so Fragen, how can I find a job? Wenn man draufklickt, sieht man die Texte. Jetzt gibt es allerdings Fälle, da hat unser FAQ keine Antwort auf die Fragen. Dazu kann man hier, didn't find what you need, ask a question. Da gibt es ein Formular. Dann können Freiwillige die Fragen beantworten, und zwar in mehreren Sprachen, also übersetzen, weil ja nicht jeder Flüchtling Englisch kann oder Deutsch. Außerdem haben wir die Map. Jetzt hat er uns automatisch geordnet. Wir sind hier im Mediapark. Und wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, ja, der Punkt zum Beispiel ist die Ausländerbehörde in Köln. In der App kann man dann auch automatisch die Navigations-App öffnen lassen und sich hin navigieren lassen. Das Web-Frontend ist in HTML, also mit Bootstrap als Design-Framework entstanden. Dahinter läuft ein PHP und eine MySQL-Datenbank, in der die Daten sind. Darauf greift auch die App zu, in einem Backend, das ja gleich noch erläutert wird. Dann haben wir auch noch eine App geschrieben, die kannst du ja mal schnell zeigen. Noch weiter weg, ein Stückchen. Noch weiter. So. Ja, gehen wir noch einen Schritt zurück. So, also, aus einem früheren Projekt hatten wir noch eine Tauschbörse übrig, das heißt, eine Börse, in der man Angebote reinstellen kann, zum Beispiel jetzt, ich habe hier eine Dienstleistung anzubieten, ich habe ein Restaurant und kann dir Essen anbieten und bräuchte dafür zum Beispiel ein Fahrrad. Also das heißt dann nach einem Monat kostenlos Essen gibt es dann auch ein Fahrrad. Und da haben wir uns entschieden, diese Tauschbörse denn zu implementieren, die auch für Flüchtlinge sinnvoll sein kann. Zum Beispiel kann man dann auch kostenlose Angebote reinstellen, wie zum Beispiel, ja, ich habe hier noch was übrig, ich habe hier Klamotten und so weiter. Die Flüchtlinge können sich die anschauen. Wir haben hier ein paar, das ist jetzt gerade nicht so scharf, aber wir haben hier ein paar Sample-Sachen. Also wir haben zum Beispiel hier reingestellt einen Ausflug zum See, der kostenlos angeboten wird und so weiter. Dazu hat die App die Funktion, die wir eben schon gesehen haben, mit der Karte. Das mit der Navigation funktioniert auch. Das heißt, wir können uns, wenn wir uns einen Ort ausgesucht haben, dahin navigieren lassen und exakte Informationen darüber abrufen. Dazu haben wir einen kleinen Übersetzer eingebaut, der die wichtigsten Übersetzungen in Deutsch, Englisch und Arabisch dabei hat.
Daneben dachten wir noch, die FAQs sind auch noch wichtig, also haben wir die auch da drin. Das heißt, die App ist sozusagen ein elementarer Bestandteil, um sich Fragen beantworten zu lassen in verschiedenen Kategorien, die man dann auch auswählen kann mit einem Akkordeon-Slider. Die sind alle von der Datenbank abgerufen. Das heißt, die Datenbank, die ganzen Daten sind nicht gehardcoded, das heißt, die sind nicht direkt eingetragen, sondern die sind alle, werden alle von dem Server direkt abgerufen, dass wir bei Neuerungen die Änderungen auf dem Server haben und nichts anderes. Dann noch kurz was zum Backend, also zu dem, was der Server macht. Ja, wir, das Backend-Team, Pierre, Moritz und ich, Alex, haben uns damit beschäftigt, dass die Anbindung von der App an die Datenbank ordentlich funktioniert. Dafür haben wir die REST-Schnittstelle über PHP implementiert. Und Pierre hat dann auch noch ein Java-Programm geschrieben, womit wir dann diese Fragen, die dann, die dann gestellt werden, dann automatisch per Google Translator in die verschiedenen häufig benutzten Sprachen übersetzt, sodass dann auch andere Nutzer aus anderen Ländern automatisch die Antwort haben und die Frage nicht auch in diesem Bereich fehlt. Genau. Okay, noch eine Sache zuletzt, und zwar, wir haben das Ganze mit noch einem Kollegen gemacht, der nach Israel gezogen ist. Das heißt, es war für ihn ein bisschen schwieriger, dann mitzumachen. Wir haben aber von ihm eine Videobotschaft angefordert, in der er ganz kurz Danke sagt, und die spielen wir einfach mal ab. Auch ich konnte an dieser tollen App mitarbeiten, obwohl ich in Tel Aviv sitze und gar nicht in Köln. Und konnte dank GitHub unter anderem die Sharing-Funktion und die Daten der Ausländerbehörden für die Karte beisteuern. Diese habe ich natürlich nicht selber gesammelt, sondern von amt-de.com heruntergeladen. Nun drücke ich Germany Says Welcome die Daumen und hoffe, dass das Projekt viel erreichen wird. So, danke nochmal Karl an Richtung Israel. Und zu guter Letzt, Scalability, was noch geplant ist, ein Mentorensystem, das man sich eintragen kann als freiwilliger Helfer und Flüchtlinge sozusagen als Bezugsperson dastehen kann und Fragen beantworten kann und so weiter. Und die Anna noch ganz kurz was zu sozialen Netzwerken. Ja, genau. Also wir haben auch auf Twitter einen Account, auf den wir aktiv betreiben, auf Facebook auch. Und ja, wir sind natürlich auch auf dem Hackdash. Ja, also da kann man uns folgen und das auch ja, selber verfolgen. Und ja. Wir freuen uns und danke, dass ihr zugehört habt. Das war's.